Gerne. Wir kommen auf jeden Fall zu Time Shock auf der PlayStation 1, ein Flipper-Spiel. Und ja, spielen wir einfach mal ganz gemütlich eine Runde. Ohne Druck, ohne Hintergrund. Ich hab einfach. Ich bin ehrlich zu euch. Ich hab einfach so ins Regal geschaut. So gesehen. Ja. Nehme ich das. Okay, kann ich jetzt wieder anfangen. Okay, mit der Linkstaste mache ich das hier, mit der Kreistaste das hier. Ja, keine Ahnung. Keine Ahnung. Mit den Schultertasten, keine Ahnung, schüttle ich es am Ding. Sieht ja super hier so. Da spielen wir halt jetzt Power Rangers Pinball, ne? Ich dachte übrigens, hätte ich die CD verloren, aber anscheinend habe ich die doch noch. Das ist doch schon mal ein gutes Menü. Ja, start einfach Game. Einfach eine Runde spielen, so, ne? Ich will doch nichts anderes. Auf jeden Fall sind wir jetzt in den USA. Ja, ich hatte auch so ein anderes Power Rangers-Spiel, aber da habe ich auf jeden Fall alles verloren. Das ist definitiv Power Rangers. Ah, ist okay, kann ich das skippen? Dankeschön. Also die gleiche Steuerung. Ich glaube, einfach beide gleichzeitig zu drücken, glaube ich, noch einfach. Aber ich sehe den Ball. Ich kann auch arbeiten, entsprechend. Eieieiei. Ich finde bloß sowas von langweilig, muss ich zugeben, aber hey. Weg damit. Wir machen einfach mal so ein bisschen. Wo ist der Ball? Kann ich auch in der Pinballmaschine so ein bisschen drehen. So, das ist auf jeden Fall wirklich ein Effekt, denn weil manche die Kugel ja wirklich so festklemmen kann, dass man die dann damit halt lockert, lo. Ah, übrigens links und rechts macht das hier so. Also beides, links und rechts und hier vier im Kreis. Ja, okay. Ich glaube, Pinball-Spiele sind nicht so gut tatsächlich. Aber gut. Keine Sorge, Leute. Morgen geht's wieder auf die PS5. Da läuft es besser. Dankeschön. Und bis zum nächsten Türchen. Ciao.